Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit dem Floster. Hallo. Hallo. Wir müssen hier ein paar Questen annehmen. Beim Fahur beginnen wir mal. Das ist auch ein Trainer. Das ist also der Auserwählte. Mir kamen Gerüchte aus Narayatai zu Ohren, aber entschuldige, dass ich skeptisch bin, da du dein Training hier bei mir erst beginnst. Ich werde dann selbst sehen, wie viel Wahres an den Gerüchten ist. Das Top-Ausrüstung aus der Mühle im Norden ist zerbrochen. Mal wieder. Zemir, der Mühle, macht einen sehr guten Job, aber hier braucht er Hilfe. Warum gehst du nicht mal zur Mühle und überprüfst den Mechanismus? Die Mühle ist leicht zu erkennen, dass sich ihre Flügel nicht drehen. Okay, interagiert mit Top-Ausrüstung. Noch eine Quest. Im Hochland um das Dorf, das man Aussichtspunkte nennt, vollführt der Magier Kahil verrückte Experimente. Kahil hat die Hauptstadt verlassen, weil er dort angeblich zu laut war. Als er schließlich hier ankam, sagte er aber, er hätte nicht den richtigen Blickwinkel zu den Sternen. Ich glaube, er ist verrückt, aber ich hörte auch, sein neues Experiment könnte uns im Kampf nützlich sein. Sein Turm befindet sich oberhalb der Stufen im Norden, von dort aus westlich. Wenn ihr ihm helft, könntet ihr sein Vertrauen gewinnen und sein Geheimnis erfahren. Okay. Und hier haben wir noch eine Quest. Ich möchte einen Priester im Tempel von Narkaris sein, aber mein Gesuch wurde abgelehnt. Ich glaube, ich habe eine Chance, wenn ich ein Geheimnisritual vollziehe, um mir die Götter günstig zu stimmen. Das Ritual ist sehr kompliziert und ich benötige Hilfe. Könntet ihr mir die Dinek besorgen, die ich dazu brauche? Als erstes brauche ich 5 alte Skelettschädel. Von alte Skelett. In den Allerheit-Arterien. Nehmt den Ausgang nach Süden und folgt den Weg. Es ist wichtig, dass die Schädel unbeschädigt sind oder sie sind wertlos für mich. Okay. Dann haben wir noch... Hier drüben haben wir noch gesehen eine. Okay, hier ist ein Meer. Hier drinnen ist noch eine. So, willkommen. Okay, ein Goblin-Lager. Ein Unsichttrank. Muss ich benutzen, okay. Und hier. Oh, hier ist ein Stein. Wo bist du? In der Stadt. Im Nordausgang. Hast du schon eine Quest gemacht? Nein, ich mache jetzt die Quest. Ich brauche jemanden, der die Käfer in Schach hält, damit ich wieder aus der Stadt komme. Vielleicht weiß Zeref, den Dorfzauber, was sie tun können. Ich werde euch gut belohnen, wenn ihr mir helft. Ich werde jeden, der mir hilft, großzügig belohnen. So, ich werde eine Quest hier machen. Und da möchte ich gerne... noch ein bisschen andere Sachen machen. Hier kann man das benutzen. Du musst unten den Hebel benutzen und dann hier oben. Ja. Das Top-Ausrüstung sieht verbogen aus. Es zu ersetzen wäre der beste Weg, um die Mühle wieder in Gang zu bringen. Zemir muss wohl gerade an einer anderen Mühle arbeiten. Er wird wissen, wo du das fehlende Teil bekommen kannst. Okay, War das eine Quest, was du gemacht hast? Ja. Die Quest hast du wahrscheinlich nicht angenommen. Eine andere Quest. Aha. Ah, dort ist die Quest zum Abgeben, ja. 2 Stück gleichzeitig laufen. Ich glaube, eine Salbe Frikus könnte diese Käfer fernhalten. Ich brauche aber einige Zutaten, die ihr mir bringen müsst. Ihr solltet zu den nördlichen Wegen gehen. Ihr kommt dorthin, indem die Stufen im Norden des Dorfes lang geht. Ich brauche 4 Käferbeine für die Salbe von den riesigen schwarzen Käfer, die dort leben. Okay. Das ist eine andere Quest. Und hier muss ich mit ihm reden.
Der Großhändler der Hauptstadt pflegte mich mit Qualitätswaffen zu versorgen. Aber er nahm sein Geschäft und zog in die Kriegszone. Nun habe ich keinen Partner mehr. Kannst du einen guten Großhändler finden, der bereit ist, mein Partner zu sein? Ich werde dir einen guten Finderlohn begeben. Es wäre klug, um Geschenke anzubieten, um potenzielle Partner zu überzeugen, dass ich ein gewinnbringendes Geschäft habe. Besorge Vorzeigeedelsteine von Monster Schwarzer Käfer in der Umgebung von dem Dorf und bringe es zu Iron Einsberg. Okay. Aber wir haben zu viele Questen. Das müssen wir wahrscheinlich hier abgeben. Das ist auch. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo abgeben. Ah, hier hinten. Hier drinnen ist auch eine Quest, die wir noch nicht machen können. Ah, hier abgeben, okay. Du bist hier, um zu helfen, die Mühle zu reparieren. Das sind gute Neuigkeiten. Wassermühlen sind hier in dieser kargen Umgebung lebensnotwendig. Aber die Maschinerie bricht wegen der harten Wetter immer wieder zusammen. Wenn ein einzelnes Teil kaputt geht, kann diese jedoch ganz einfach ausgetauscht werden. Afimali, der Schmied der Stadt, wird dir das passende Teil geben können. Du findest sie an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Schmiedeofen. Okay. Und dort drüben. Ah, hier hoch muss ich dann. Okay. Verstehe. Hey, weißt du, wie man die Beine, Käferbeine bekommt? Käfer besiegen? Muss er die Käfer suchen? Ja, der, schon, aber. Ah, da hoch. Der Großhändler der Hauptstadt pflegte mich mit Qualitätswaffen zu versorgen. Aber er nahm seine Geschichte. Das haben wir schon gelesen. Okay, annehmen. Ah, das ist die Quest. Können wir nicht eine zweite Quest abgeben? Nö. Wo ist denn sonst ein Hochofen? Aha, dann haben wir das okay. Das haben wir jetzt angenommen. Hätte ich mal nicht weitergeklickt. Der Kaktus ist cool hier. So, jetzt gebe ich das Getriebe hier wieder in die Mühle. Du hast das beschädigte Teil ausgetauscht. Nun bleibt nur noch der Hebel zu starten, der Mühle umzulegen. Der Boothebel ist unter der Mühle am Ende der Treppen. Ja, ich weiß das. So, und jetzt nach oben gehen. So, wohin muss ich jetzt? Da, okay. Gigantische Spinnen und so eine Scheiße. Riesige schwarze Käfer. Oh, normal, okay. Hier drüben, ah, hier. Okay. Yay, Level 9. Ich kann sehen, dass sich die Windräder wieder drehen. Lass uns hoffen, sie tun dies länger als letztes Mal. Nun bist du bereit, um dein Training zu beginnen, aber du musst mich immer noch überzeugen, dass du wirklich der Auserwählte bist. Okay. Das könnten wir hier noch annehmen. Wir nehmen jetzt zuerst die Schmiedequest an. Das sind sogar zwei. Mache ich das mit dem Eisenerz zuerst? Ich habe keinen Bock, jetzt gerade Monster zu erledigen. Okay, wo ist das Eisenerz? Hier oben. Ah, hier ist der Basilisk wieder. Der Speicherstein. Altar. So. Und irgendwo hier wäre dann das Eisennetz. Nicht hier. Okay, du bist dort oben, okay. Hast du die ganze große Karte offen oder wie? Ja, ich mach sie immer wieder auf. Ah, kann man auch noch größer. Zum Glück habe ich mehrere Bildschirme. Ja. Kann ich gleichzeitig offen haben. Hey,
Aber man sieht dich nicht. Ach, Ah, sehe ich, doch, sehe bei dich. Party. Hier sind alte Skelette, okay. Ich muss dahin wegen der Quest. Winzige Feucht. What the fuck? Okay. Jetzt kann ich Das die hat Sachen keine. ausrüsten. Plus 13 und plus 10. Und doch bohrender Pfeil. So. 7 bis 11 und. Okay, das ist der gleiche. Gut. Ach, die Karte verschwindet sich nach einer Zeit. So, kundschaften wir hier mal ein bisschen aus. Hier hinten hat sie gar nichts. Was muss ich töten? Altes Skelettschädel. Das mal werde ich aber erst machen, wenn die Skelette nicht mehr normal sind, sondern leicht. Dann kann ich nämlich auch gut farmen hier. Da komm mal zu mir. Ist es eigentlich zu dir? Da gibt's Skelette mit Schwert. Ja, da will ich aber nicht. Wie gesagt, ich will langsam leveln. Und lieber jetzt Schätze einsammeln, wenn es so viele Schätze hier gibt. So. Ja, Frag ein mal Face. gerade ein Ich bisschen brauche doch keinen Helfer. Face. So. Was ist denn hier oben? Hier ist ein Tempel mit einem Dunkelelfen, okay. Und was sind das für Kreaturen? Aliens? Die sehen aus wie Aliens, die Statuen hier. Oh, sieht gespenst. Sieht das wie Star Wars? Wir sind hier bei Star Regnum. So. Ja, dann besiege ich hier die alten Skelette. Nicht zweimal spannen. Gut. Nein, nicht anführen. Boah. Konnte gleich noch abbrechen. Hallo, greif an. Ist das so eine geringe Reichweite? Und du spackst herum. Dann nehme ich das nächste Skelett. Ist ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. So. Gut, noch ein Skelett. So, jetzt brauche ich noch riesige schwarze Käfer. Eisenerz, okay. Korallenschlange angreifen. Korallenschlangen sind doch diese Fake-Schlangen. So. Stoff-Schulterpanzer. Oh, einen sehr guten Stoff-Schulterpanzer.
So. Die machen Schaden. Okay, hier ist der Lump von Klingenberg. Ein Paladin. Okay, danke schön, dass du den Stein nicht einsammelst. Manche sind wohl nicht auf den Steinen süchtig wie ich. Einen Fels, ja, toll. Eckstein? Gehen wir nach oben. Hier ist die Amor-Statue. Muss ich denn? Da muss ich nichts machen. Oder? Weiß nicht, was man hier machen muss. Aber ich glaube, das gibt es bei Cities auch. Solche Amor-Statue. Und die muss man dann für eine Quest bestätigen. Okay, ich bin wieder zurück beim Dorf. Was ist denn das für eine Kirche? Warst du auch schon bei der Kirche? Nein. Muss man zu dieser Kirche kommen, die leuchtet so extra. Teleporter ist hier. Reißen. Wo bin ich jetzt? Lol. Ich bin ganz woanders. Ah. Im Süden ist ein Tempel. Das ist eine Kirche. Und wenn du dort Teleporter klickst, kommst du hinter die... ja. Hinter den Berg, die Bergkette. Hyänen hat's hier. Skelette. Hyänen sind rot, okay. Ah ja, mit Level 10 kann man ja seine Klasse werden, genau. Ja, das ist wahrscheinlich der nächste Part dann die Klassenwahl. Wie gesagt, wir haben uns schon festgelegt, ich nehme den Jäger und er nimmt den Schützen. Hopp. Und ich nehme dann noch den Barbaren und der wahrscheinlich dann den Paladin oder den Magier, je nachdem. Und die leveln wir dann in Livestream und so. Dass jetzt auch wieder ein bisschen öfters kommt, sobald die Interesse auch von den Leuten hier ist. Oh, eine Arena. Okay, dann machen wir die letzten 10 Minuten noch ein bisschen erkunden. Hier in Ignis. Sieht hübsch aus. Hier ist das Meer. Und hier drüben ist ein Graben. Swampy Silt Arrow, okay. Auktionär. Ah, hier ist das Auktionshaus. Gibt's irgendwas hier? Suche. Beute. Nein. Geschosse. Level. 11. Kind. Magisch. Episch. Es gibt gar nichts hier drin. Schade. Mineralien, magisch, Level, episch. Gibt's gar nicht hier drin. Okay, schade. Könnten wir ja später das reintun. Weil manche Leute wollen wahrscheinlich irgendwie gar nichts tauschen. Weil Gold ist nicht so wertvoll in diesem Game. Die meisten Sachen werden getauscht. Da ist das Auktionshaus eigentlich für den Popo. Boah, hier unten gibt es eine große vulkanische Landschaft. Ah, das ist das Teil. Ich dachte, das wäre ein Sumpf oder so. Okay. Sieht mega geil aus. Lol, wir sind ganz weit weg. Ich gehe mal zum Vulkan. Zum Drachen, der da unten ist.
Was ist das? Eine Mumie. Okay. Ah. Hier gibt es rote Kristalle. Dunkelhyänen. Kleiner Magmakäfer. Ausgewachsener Panther. So, ich suche den Drachen. Wo ist der Drache? Hier ist der Vulkan. Ja, okay, nur ein Lavafall. Es ist kein Vulkan hier. Sehr große schwarze Konda. Hübsch, hübsch. Also diese Gegend, die gefällt mir tausendmal besser als Syrtis. Und Alesios. Ja, Alesios hat auch schöne Gebiete, aber hier ist es ja mal so stylisch. Hier ist ein Skelett, das mit zwei Speeren durchbohrt wurde. Okay. Ah, oh, hier ist ja so eine Art Vulkan. So, ich will kurz schauen. Der Drache ist hier unten. Wie kommt man denn hier runter? Kleiner Magma-Golem. Ah, hier drüben kann man runter. Und hier auch, okay. Hey, wo ist die Eisenerzhüge? Vulkanische Zone. Okay, jetzt sind wir beim Vulkan. Ah, das ist wahrscheinlich das Gesamte ein Vulkan. Das muss ja ein mega großer Vulkan sein. So. Kann man hier rein? Ich will mal den Vulkan, der Drache zeigen. Im Vulkan. Wächter der Höhle. Okay. Nein, man kann nicht rein. Vielleicht später dann. Schade. Wo bist du? Ja, schau mal auf der Map, wo ich bin. Mach ich doch gerade. Ich finde dich nicht mal. Ich bin ganz links im schwarzen Zone. Der Vulkan. Okay. Große Vulkanspinne, okay. Das ist sehr hochlevelig, die sind alle lila. Ja. Zum guten Glück greifen die nicht an. Boah, das blendet mich ja mega. Voll die Überstrahleffekte. Also in den Sachen sind sie gut, aber in der Texturen sind sie leider noch nicht so ganz gut. Aber es kommt ja bald wieder ein Patch. Freue mich. Hier ist noch eine Kiste, okay. Jetzt gehe ich mal hinten durch. Ah, hier ist ein Edelstein, okay. Die Edelsteine braucht man, glaube ich, um das Tor aufzumachen. Ah nein, das sind die Edelsteine, die man klauen muss. Die Reichsgegenstände sind zum Tor aufmachen, genau. Die Reichsrelikte. So. Ach, da, Eisenerzhügel. Aber weit weg. Ja, ich gehe hier auch. Was bringen die Eisenerzhügel? Das ist vielleicht nur für eine Quest. Okay. Brauche ich nicht mehr einsammeln. Gut, noch 5 Minuten hätten wir noch Zeit. Wir schauen noch die Arena an, am besten. Ja, in der Arena kann man gegen andere Reichsmitglieder kämpfen. Die muss sie eigentlich dann
links sein. Oh, dieser Weg, hey. Sieht richtig geil aus hier. Mal die Aussicht nochmals genießen. Da drüben ist auch wieder ein Vulkan. So langsam werde ich müde. So ziemlich müde. Hier kann man nicht raus. Wütende Wespe. Hier ist eine Leiche. Okay. Leich sollte das eigentlich heißen. Oh, sieht hier schön aus. Hier ist es schön grün. Ja, genau, wir sind richtig. Hier irgendwo ist die Arena. Sieht aber nicht so aus. Naja, ich weiß jetzt nicht genau, wo die Arena ist. Die sieht man sicher auf der Karte. Da oben ist die Arena. Okay. Können wir noch gleich nochmal, noch kurz dann auch nach oben gehen. Ja, gehen wir am besten nach oben. Sieht man die jetzt? Ja, da oben ist die. Ja, da war ich 2006, als es in der Closed Beta war, war ich gerne hier oben. Aber scheinbar sind nicht mehr so viele Spieler, naja, nach PvP, eher nach RVR. Es ist ganz andere Stimmung hier. Hier brennt es irgendwo, sind das die Fackeln? Jo. So, Dele. Und hier in der Arena könnte man dann betteln. Also ich mache gerne mit, wenn jemand mich herausfordern will. Aber ich werde wahrscheinlich immer unterlegen sein, macht mir nichts aus, also... Ihr könnt fragen, ob ihr mich herausfordern können wollt. Fordert dich heraus. Ja, du mir sogar. Mit deinem Leben, du bist ja fast am Abnehmen. Floster der Angeber. Ich hab gar nicht gesagt, das war nur Spaß. Nein, wirklich? Das war auch Spaß, dass du ein Angeber bist. Du bist doch gar kein Angeber, du hast nur ein 3 Bildschirme und alles mögliche. Hab das ist ein zu gesehen. Großer Vorteil gegenüber mich. What's up, bis ich 4K-Bildschirme habe. So, also. Gehen wir weg von diesem Friedhof. Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin nicht mal einen Meter runtergefallen. Hab mich 33 Schaden zugefügt. Also, ja, dann sage ich Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler und Flosser. Tschüssi.